Heute machen wir einen leckeren mediterranen Tomatensalat mit Rucola, mit bisschen Schafskäse. Der muss nicht sein, aber ist auf jeden Fall besser als Kuhmilchkäse. Man kann auch Soja nehmen, wer jetzt ganz vegan leben möchte oder sagt, er möchte überhaupt keine tierischen Produkte. Dann haben wir Gewürze, Schnittlauch und Peter und Basilikum. Für die Salatsauce Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Avocado gehört noch dazu und für die Soße auch noch Zitronensaft und Senf. Wir legen mal los. Ich werde mal als erstes einen Teil von dem Rucola waschen und in Stücke rupfen und dann vorbereiten. Dann tut man am besten mit den Fingern klein machen. Das Schneiden ist bei einem Salat gar nicht so gut. Ich rupfe den jetzt kleiner, dass er angenehmer zum Essen ist. Ihr seht, das mache ich gerade mit den Fingern. Die Portion, die ich heute mache, ist jetzt für mich alleine gedacht. Aber das ist für mich das komplette Abendessen. Da esse ich auch kein Brot dazu. Deswegen ist das für eine Person oft mal relativ viel, mag es euch vorkommen. Aber ich brauche dann natürlich schon was im Bauch, bis ich abends dann ins Bett gehe. Da möchte ich nicht wieder hungern. Und deswegen ist das für mich ein komplettes Abendessen. Aber wenn man zu zweit ist und isst noch was anderes dazu, dann reicht es eben auch locker für zwei Personen. Oder man nimmt halt einfach mehr. Ich habe jetzt ja nur über meine Portion gesprochen, die ich jetzt heute hier mache. Dann habe ich gut gewaschen den Salat und abtropfen lassen, geschüttelt ein bisschen. Und so, dass jetzt in mundgerechte Portionen gerupft wird. Als nächstes werde mal die Tomaten klein schneiden, in Scheiben schneiden. Die geben wir dann dazu. Hier seht ihr jetzt schon mal das Vorbereitete. Ich habe die Tomaten halbiert. Ich mag die nicht mit so großen Scheiben essen. Und habe meinen Rest Schafskäse, den ich noch hatte, dazugegeben. Das ist wie gesagt optional, der Schafskäse. Und bevor ich die Avocado dazu mache, die soll ja nicht so lange an der Luft sein, am besten beim Bearbeiten, dann mache ich jetzt erstmal die Salatsauce. Für die Salatsauce gebe ich so einen Teelöffel Senf rein. Ich nehme diesen Dijon-Senf, normal habe ich den im Glas, der ist noch ein bisschen schärfer. Der ist einfach super, den mache ich immer an Salat und an viele andere Gerichte auch. Dann gebe ich da Salz und Pfeffer rein. Dann ruhig ordentlich sein. Ich mag es immer gut gewürzt. Salz eher ein bisschen vorsichtig, lieber nachsalzen. Dann gebe ich ein bisschen Zitrone rein. Da muss ich gerade noch ein paar Steine, Kerne rausmachen. Dann kommt ein bisschen Zitrone dazu. Und von dem Essig. Ja, ich weiß, üblicherweise nimmt man eher Balsamico-Essig, aber ich habe im Moment jetzt auch keinen da und der einzige basische Essig ist eben dieser Apfelessig und mit der Zitrone zusammen kann man den genauso gut nehmen. Dann kommt noch so etwa ein Teelöffel Chiasamen dazu. So. Und am Schluss kommt noch das Olivenöl rein. Das mache ich erstmal wenig. Tut es schön verkleppern. Und mache nochmal ein bisschen nach. So. Das war schon unsere ganze Salatsauce. Als nächstes kommt jetzt die Avocado noch in den Salat. Die Avocado, die wird halbiert und dann mit dem Löffel ausgehöhlt. In der Mitte ist ja dieser harte Stein, der kommt natürlich weg. Und die Hälften einfach aushöhlen und dann in Scheiben schneiden und Stücke schneiden und zum Salat dazugeben.
Jetzt muss ich wieder improvisieren. Da hat es mir ein Video nicht aufgenommen, beziehungsweise ich muss besser darauf achten. Der Knopf zum Aufnehmen, den muss ich fester drücken. Naja, aber ihr habt ja das meiste gesehen. Ich habe, wie gesagt, die Avocado klein geschnitten. Dann habe ich vom Schnittlauch, ja, schon gut 2 Esslöffel voll etwa gehabt, klein geschnitten. Und 3, 4 Basilikumblätter klein gerupft mit den Fingern. Und über das Ganze habe ich dann die Salatsoße gegeben und vermischt. Und ich kann euch nur sagen, jetzt im Nachhinein, also der war so lecker. Klar, der Schafskäse für Veganer ist das dann natürlich nicht geeignet. Und wer sagt, ich möchte überhaupt keine Milchprodukte nehmen, der lässt ihn weg, nimmt halt ein Soja, ein Tofu oder sowas. Aber ich persönlich gönne mir das ab und zu, nicht oft, aber ich habe noch einen Rest gehabt und es schmeckt wirklich köstlich. Und wir dürfen ja auch sowas auch mal essen, so ist es ja nicht. Also es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und ich wünsche euch einen guten Appetit und wenn es euch geschmeckt hat und das Video für euch hilfreich war, dann freue ich mich über einen Daumen hoch unter dem Video. Das Rezept findet ihr wie immer in der Beschreibung.